Was geht ab, Leute? Ich bin's Alex und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Ich bin ja jetzt in Australien angekommen und habe logischerweise auch das ein oder andere Gepäckstück mitgenommen, beziehungsweise einfach nur ein Gepäckstück, aber die ein oder anderen Sachen eben. Und ich dachte mir, ich mache einfach mal ein Video dazu, was ich eben mitgenommen habe. Und dann dachte ich mir so, naja, ich kann ja auch ein normales Video machen, wo ich einfach so meine Sachen zeige. Aber ich dachte, ein wie viel ist mein Koffer beziehungsweise Rucksack wert Video ist ein Ticken interessanter. Deswegen werde ich euch jetzt einfach vorstellen, was für Sachen ich mitgenommen habe und wie viel die eben kosten. Ja, by the way, ich brauchte jetzt ein bisschen, um hier anzukommen. Der Jetlag hat mich doch ganz schön hart erwischt. Deswegen bin ich auch jetzt wieder ein bisschen aktiver auf Instagram. Also könnt ihr mir da auch gerne folgen, falls ihr es noch nicht tut. Auf meinem Flug hatte ich eigentlich gar nicht so viel mit. Ich hatte nur diesen Rucksack als Handgepäck mit. Dann noch als Handgepäck diese Tüte hier. Da sind einfach Schuhe drin, zeige ich euch gleich. Und dann mein Koffer, passt auf, der ist nicht groß. War diese Tasche hier. Also das ist eigentlich echt nicht so ein Riesending, aber ich habe alles mitbekommen und noch unnötigen Stuff mehr, den ich euch jetzt einfach zeigen werde. Fang einfach mal bei meinen elektronischen Sachen an, neben der Kamera natürlich, die ich jetzt nicht zeigen kann, weil ich damit filme, habe ich einfach ja noch meine Beats-Kopfhörer, die hat man ja auch in meinem letzten Latest Pickup-Video gesehen. Die habe ich mit dabei, die kosten 300 Euro. Auf jeden Fall schon mal ganz cool. Und natürlich habe ich auch mein MacBook noch als elektronisches Gerät, sage ich mal, dabei, mit dem ich dann meine Videos schneide. Den habe ich für 3400 bekommen, aber halt mit 10% Studentenrabatt. Also, wenn ihr den kompletten Preis wissen wollt, müsst ihr einfach 10% drauf. Ich kleine Matheaufgabe für euch. So, dann würde ich sagen, mache ich mit meinen Klamotten weiter. Ich komme dann am Ende des Videos zu meinen Schuhen, die ich mitgenommen habe. Auf jeden Fall habe ich eben die ein oder anderen T-Shirts mitgenommen und auch die ein oder anderen Hosen. Wobei, da wo ich jetzt gerade bin, die haben einen Hund und deswegen sind schon zwei meiner Hosen dreckig und die sind jetzt gerade in der Wäsche, deswegen kann ich die leider nicht zeigen. Auf jeden Fall aber, ich habe einfach so schlichte Chino-Hosen mitgenommen. Eine einfach in beige und eine in diesem dunkelblau und dann eben noch die Hose vom Flug. Falls ihr mich auf Instagram abonniert habt, wisst ihr welche ich meine. Die Hosen kosten glaube ich alle nicht viel, keine Ahnung wie viel die EPTM-Hose kostet, aber ich denke mal, die kosten alle so 25 Euro oder sowas, beziehungsweise die EPTM-Hose ein bisschen mehr. Also fangen wir mal einfach 80 Euro, vielleicht 90, kosten meine Hosen, die ich mit habe. Ah, ich habe noch was an elektronischen Geräten vergessen und zwar habe ich noch zwei GoPros mitgenommen, weil ich glaube, die werden auf jeden Fall ganz geil zum Filmen sein und noch mehr GoPro-Equipment. Aber wie gesagt, das ist jetzt nicht so interessant, keine Ahnung, wie viel so eine GoPro jetzt kostet, aber ich denke mal, das waren früher so, scheiß drauf, sagen wir einfach 400 Euro, das sollte passen. So, dann kommt jetzt etwas Unnötiges und zwar in Australien wird es ja im Sommer mega heiß, aber ich habe trotzdem den Plan, Skifahren zu gehen und zwar in Japan dann. Deswegen habe ich meine Skisachen mitgenommen. Hier drin ist halt einmal mein Skihelm mit meiner Skibrille und meinen Skihandschuhen. Keine Ahnung, sagen wir einfach mal 200 Euro. Unnötig, aber egal. Logischerweise habe ich dann noch eine Skihose mit. Keine Ahnung, sagen wir ein Fuffi. Meine Skijacke, was momentan noch meine einzige Jacke ist, weil ich wollte halt nicht da noch irgendwie eine andere Winterjacke mitnehmen. Es ist halt echt kalt und ich finde, so scheiße sieht die Jacke gar nicht aus. Also was heißt scheiße, ich finde die eigentlich ziemlich cool. Sieht eigentlich auch wirklich gut aus, wenn man die anhat und die ist so ein bisschen oversized, weil ich mag es beim Skifahren, diesen oversized Style zu haben, also den Freeskier Style eben. Deswegen ist das ja einfach meine Winterjacke. Ach ja, die hat glaube ich 225 Euro gekostet, also schon etwas teurer. Aber trotzdem irgendwie nicht so teuer. Oh lol, man sieht ja die Sachen hier, die hier waren. Scheiß drauf, denkt sie euch einfach weg. Als nächstes habe ich hier einmal meine New Balance Jacke. Die habe ich mir vor einem Jahr circa in Malaga gekauft mit meiner Freundin zusammen. Und die hat 80 Euro gekostet. Falls ihr es wissen wollt, wo es die gibt, ich glaube, die gibt es nicht mehr, die ist ausverkauft. Habe ich halt auch immer gerne getragen. Die Jacke finde ich ganz cool. Ist halt hier von New Balance und ist so eine schlichte Baseball-Coach-Jacke, sag ich mal, aber mit als Regenjacke eben. So, dann habe ich noch Skiunterwäsche, aber das juckt nicht, das will ich gar nicht vorstellen. Dann habe ich eine kurze Hose mit, aber wirklich nur eine. Ich muss mir noch neue kaufen, die ist von Jack & Jones, keine Ahnung, wie viel sowas kostet, 20 Euro, die habe ich schon länger. Dann noch ein Hemd von Pepe Jeans für die etwas schöneren Veranstaltungen, sag ich mal, ob es die jetzt gibt oder nicht. Die laufen hier mega gechillt rum, die Leute, also so Jogginghosen-Style und sowas, deswegen glaube ich, ist das jetzt nicht so nötig. Aber vielleicht für Silvester oder sowas. Das hat, glaube ich, auch irgendwie 70 Euro gekostet. Badehose, glaube ich, 40. Dann Sportsachen, wobei die eigentlich ziemlich unnötig sind, euch vorzustellen. Ich glaube, mal so eine Sporthose mit einem Trikot von meiner Fußballmannschaft kostet 40 Euro. Beides zusammen. By the way, das hier ist die E-Mail-Firma von meinem Vater. Ich weiß nicht, ob die jemand kennt. Wenn irgendjemand eine E-Mail-Adresse hier hat, dann schreibt das mal in die Kommentare oder schreibt mir auf Instagram. Das wäre auf jeden Fall mal cool zu wissen, ob das jemand hat. Duschzeugs, keine Ahnung, unnötig. Zehntausender Unterhosen von Calvin Klein und von Snox. Sagen wir mal, meine Unterhosen zusammen kosten 50 Euro. Auch ein bisschen wenig, aber egal. Sagen wir einfach mal 50 Euro, wir wollen ja nicht übertreiben. Dann Schuhe in einer
Pinnacle-Tüte, aber zu denen komme ich gleich. So, dann noch, wer hätte es anders gedacht, Snog Socks, da habe ich ein paar graue mit und weiße, wobei auch schon wieder einige in der Wäsche sind und halt welche an, logischerweise. Aber wie gesagt, davon sind schon einige in der Wäsche. Bei mir ist auch gerade noch in der Wäsche mein Way-Schnitt-T-Shirt, deswegen kann ich das auch nicht zeigen. Deswegen also einmal kurz die Socken. Ich glaube, 4 Socken von Snox kosten 16 Euro. Und by the way, mit dem Code HypeKicks könnt ihr 10% auf Snox-Socken bekommen. Also falls ihr noch neue Socken braucht, dann kann ich euch die hier nur ans Herz legen. Ich liebe Snox-Socken und ich trage auch nur noch Snox-Socken. Also ich habe auch nur Snox-Socken mit, deswegen... Perfekt. So, dann habe ich mein Patagonia-T-Shirt mit. Es haben schon die das Verlosungsvideo von mir gesehen haben, ich verlinke das hier mal einfach, schon gesehen. Das hat, glaube ich, 40 Euro gekostet. Ich habe es halt gesponsert bekommen, aber sonst, glaube ich, kostet das 40 Euro. Finde ich auf jeden Fall sehr cool. Falls ihr Interesse daran habt, ich werde es mal unten verlinken. Eines meiner Lieblings-T-Shirts, by the way. Dann habe ich noch mein Kleck-T-Shirt mit. Das ist eigentlich unbezahlbar, weil es nur ein Family and Friends-T-Shirt ist. Aber ich sag einfach mal so, so ein T-Shirt kostet auch nur 25 Euro, weil es an sich jetzt nicht so special ist. Obwohl, vielleicht kostet dieser Druck hier schon mehr. Also sagen wir mal einfach 30 Euro. Dann ein Santa Cruz T-Shirt, ich glaube, das war ziemlich billig. 20 Euro, mag ich aber eigentlich auch sehr gerne. Erinnert mich immer an die früheren Bike-Zeiten. Ich habe gehört, Santa Cruz ist eine Skateboard-Brand, aber Jungs, auch eine Bike-Brand. Also es ist beides. Hier steht jetzt Santa Cruz Skateboards drauf, habe ich nicht gesehen, aber egal. So, dann geht's weiter mit meinem Stussy-Shirt, das kostet 60 Euro, auch eines meiner Lieblingsshirts, aber keine Ahnung wieso, das ist mega schnell verwaschen. Bisschen belastend, aber finde ich trotzdem ganz cool. Wie gesagt, 60 Euro. Und das letzte T-Shirt ist einfach so ein Marco Polo T-Shirt, ich glaube, das hat 20 Euro gekostet. Aber meine Freundin mag nicht so gerne die Oversize-T-Shirts, deswegen habe ich so auch normale, bisschen engere T-Shirts, sag ich mal, mitgenommen, damit sie die auch mag. Das kostet 20 Euro, ich glaube, das kostet auch 20 Euro. So, das war alles, was ich an Klamotten mit hatte. Ich habe jetzt noch einmal zwei Accessoires. Und zwar einmal meine Supreme Cap. Wenn ich so Caps trage, dann irgendwie nur diese 5-Panel-Caps. Die mag ich halt sehr, sehr gerne. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr die an mir so prickelt findet, aber ich mag die eigentlich trotzdem ganz gerne. Finde ich, sehen einfach ganz gut aus. Und ist auch das Einzige, was ich so richtig von Supreme habe. Mir fällt gerade auf, Tu, dieser Keck hat meine Supreme-Flasche, die er mir zum Geburtstag geschenkt hat, genommen, steht jetzt bei ihm zu Hause rum und er wollte mir wenigstens, wenn, was als Deal anbieten zum Tauschen. Und dann meinte ich, ja, deine Supreme-Shoulderbag. Hat er nicht gemacht. Und mein letztes Accessoire, das habe ich an, ich kann mal die Uhr, das ist eine Uhr, kann ich mal ein bisschen näher die Kamera halten. Die habe ich zu meinem Geburtstag bekommen, also schon mega her, aber ich habe die halt noch nie irgendwie auf YouTube gezeigt, weil ich das eigentlich ein bisschen unnötig fand, seine Uhren zu zeigen. Ich habe halt 4 Uhren zu meinem Geburtstag bekommen, eigentlich noch mehr, aber ich sag mal 4 Breitling-Uhren, die waren nämlich alle so in einem Paket und mein Vater hat die früher also vor 20 Jahren hatte die gekauft für den 18. Geburtstag, also von mir und für den 18. von Olli. Und wir haben beide nämlich diese Uhren. Und zwar ist das diese... Oh scheiße, ich muss kurz fokussieren. Und zwar ist das diese Uhr hier. Hat ein Lederarmband. Die Uhr gibt es halt eben in Gear Editions sozusagen. Da ändert sich immer das Ziffernblatt. Ich habe die einmal mit einem schwarzen Ziffernblatt, einen gelben, einen weißen und eben diesen roten. Und das mit dem weißen Ziffernblatt, das hat auch ein Edelstahlarmband. Und die hier halt, die anderen alle eben ein Lederarmband. Auf jeden Fall konnte ich aber nicht alle mitnehmen. Deswegen habe ich nur eine mitgenommen. Und zwar die ich am meisten trage. Olli trägt halt die blaue immer. Also er hat auch dieses Viererpack bekommen. Auf jeden Fall trägt Olli eben die blaue immer und deswegen dachte ich mir, okay, dann trage ich eine andere, habe mich für die rote entschieden und ich muss sagen, ich liebe diese Uhr auch einfach, weil die auch so ein bisschen ein Understatement ist. Jeder andere trägt so eine Rolex und sowas und ich bin halt froh, dass ich eine Breitling trage und nicht eben wie alle anderen, sage ich mal, eine Rolex. Und ich muss halt einfach eins dazu sagen, ich persönlich hätte mir niemals das leisten können, ich persönlich würde mir keine Uhr kaufen für so viel Geld, muss ich ganz ehrlich sagen, die Uhr kommt auf jeden Fall sponsored bei Daddy. Alles andere, was ihr gesehen habt, habe ich mir selber gekauft und selber erarbeitet, das wollte ich nur mal kurz zwischendurch sagen. Sonst, wie gesagt, so eine Uhr könnte ich mir nicht leisten. Ich glaube, das komplette Pack kostet jetzt nicht auch ultra viel, aber ich glaube, das kostet 10.000 Euro und eine Uhr kostet dann 2.500 Euro. Müsst halt wissen, auch dieses Pack gibt es nur 50 Mal auf der Welt. Also jede Uhr in diesem Pack gibt es nur 50 Mal. Also das hier ist zum Beispiel eine von 50 und Olli hat auch noch eine von 50. Und ja, also genug über die Uhr geschnackt. Ich würde sagen, ich komme jetzt noch einmal zu meinen Sneakern. Und zwar habe ich insgesamt 4 Sneaker mitgenommen, einen davon zum Bieten und die anderen zum so tragen, falls man mal wieder endlich coole Schuhe mit haben will. Was ich zum Beispiel jetzt auch ein bisschen bereue, Tu hat ja gesagt, er verkauft viele von seinen Sneakern. Das kann ich leider nicht mehr machen, weil es jetzt zu spät ist, aber es lohnt halt eigentlich echt nicht, die zu Hause zu lassen. Bisschen belastend, aber ich zeige euch jetzt einfach mal die Sneaker, die ich mit habe. So, ich fange an mit dem ersten Paar, was ich mitgenommen habe. Und zwar habe ich die Trail Human Race mitgenommen in dem Pale Nude Colorway. Bei dem bin ich mir aber nicht sicher, ob ich die verkaufe oder behalte, weil ja, ich wollte ja eigentlich die ganze Zeit verkaufen. Finde die aber trotzdem eigentlich ganz cool und ich wollte die eigentlich verkaufen, weil...
sag ich mal, ich ein bisschen broke war und ich für Australien Geld wollte. Aber jetzt sieht es bei mir doch gar nicht so schlecht aus, deswegen könnte ich die an sich auch behalten. Andererseits kommen die Australier wenig an gute Schuhe ran, deswegen könnte ich die hier halt für einen richtig krassen Preis verkaufen. Muss mal sehen, was ich damit mache, aber die habe ich auf jeden Fall schon mal mitgenommen. Ach ja, die kosten 250 Euro Retail und gehen aber so für 300 Euro, sogar teilweise für 350 Euro weg. Aber das habe ich in letzter Zeit nicht gesehen, weswegen ich sagen würde, dass die einfach nur 250 Euro kosten. Aber hier in Australien kriege ich die bestimmt für 400 Euro weg. Also irgendwas mit 600 Dollar. So, weiter geht es dann mit dem John 1 Spread Toe. Ich habe irgendwie zwischen der Entscheidung die ganze Zeit hin und her gewechselt, ob ich die Yeezy 350 V2 Beluga mitnehme oder eben ein Jordan. Also ein Jordan 1er und dann habe ich mich für den Bretto entschieden, weil erstens den hat meine Freundin mir geschenkt, wollte ich gerne mitnehmen und ist auch mein Favorite Jordan 1er aus meiner Collection. Ich glaube, sonst ist mein Favorite Jordan 1er der UNC, aber nicht meiner Freundin sagen. Auf jeden Fall, der kostet Retail 150 Euro und ist mittlerweile so bei Deadstock um die 250, 280 Euro, aber der ist nicht mehr Deadstock, deswegen keine Ahnung. 200 Euro würde ich sagen. Ist auf jeden Fall ein cooler Schuh und ich trage ihn auch sehr gerne. Wie ihr seht, sieht auch noch gut neu aus. Ach ja, das war der Schuh, der in meiner Pinnacle Bag war. So, kommen wir jetzt zu den momentan Favorite Schuh aus meiner Collection. Eigentlich wäre es der Jordan 1 UNC, aber den habe ich nicht. Deswegen ist es jetzt der hier. Und zwar ist es der Air Max 97 1 Sean Witherspoon. Eines meiner Lieblingsschuhe aus meiner Collection. Ich habe den halt auf dem Flug angezogen. Sieht auch noch komplett neu aus eigentlich. Könnte ich fast noch für Deadstock verkaufen, solo kurz schrubben, dann geht das. Auf jeden Fall finde ich diesen Schuh hier sehr, sehr geil. Sieht einfach mega gut aus und ist mal was anderes. Eines meiner Lieblingsschuhe, wie gesagt. Die werde ich auf jeden Fall pflegen müssen hier in Australien, aber ich habe ja Gott sei Dank noch andere Schuhe mit, die zeige ich euch gleich. Im Retail kostet der Schuh 160 Euro und Deadstock kostet der im Resell 550 Euro circa. Auf Kleck ist allein schon der Sellerpreis bei 500 Euro. Also mega krass, wie teuer dieser Schuh einfach ist, aber ich trage den halt trotzdem, weil irgendeinen Heat braucht man ja auch. Kommen wir jetzt zu dem letzten, was ich eben mitgenommen habe. Und zwar sind das noch Vans zum Beaten. Die sind auch schon arschdreckig jetzt hier, weil es hier, wo ich bin, ein bisschen sandig ist, sag ich mal. Die kosten Retail 65 Euro und so wie ich sie habe, kosten die nur noch einen 10er, würde ich sagen. Und ja, das war's mit allen Sachen, die ich jetzt mit dabei habe. So Leute, das war's jetzt mit dem Video. Ich werde den Endpreis meiner Sachen hier irgendwo einblenden. Ich hoffe, das Video war jetzt auch nicht allzu lang und hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dürft ihr natürlich gerne das Video liken und einen Kommentar da lassen. Und falls ihr neu auf dem Kanal seid, dürft ihr gerne abonnieren und natürlich nicht vergessen, die Glocke anzuschalten. Ganz kurz eine Sache noch, checkt auf jeden Fall mal unsere Partner aus, die sind unten verlinkt. Und wenn ihr irgendwie Bock auf irgendwelche Sachen habt, die ich euch vorgestellt habe, werde ich versuchen, auch weitestgehend die zu verlinken. Und ich würde sagen, checkt uns alle drei noch auf Instagram aus. Wir sehen uns Mittwoch bei Hype News und ciao.